Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir fahren jetzt erstmal los. Und zwar möchte ich jetzt erstmal gucken bei Shepherd Isles. Ein bisschen zügiger geht's, glaube ich, schon voran hier, ne? Wir haben nämlich in der letzten Folge haben uns ja den neuen Antrieb gegönnt. Mit deutlich mehr Engine Power. Aber ich glaube, der hat auch deutlich mehr Spritverbrauch, wenn ich das so richtig sehe. Gut, müssen wir mal gucken, ob das wirklich so der Fall ist oder ob das jetzt nur sich so anfühlt. Aber ich glaube, so schnell ging unser Fueltank nicht runter. So, fahren wir mal hier unten lang nach Mutton Island. Mann, Mann, Mann. Ganz schön dicht hier an der Küste lang. Aber wisst ihr was? So eine Krabbe nehmen wir mal mit. Apropos Krabbe. Wenn wir hinten eventuell bei Mutton Island, bei Shepherd Island, auf eine dieser großen Krabben stoßen, bin ich sogar noch überlegen, ob wir uns vielleicht mal so eine krallen sollten und mal gucken, ob wir die schaffen sollen. So, die Batscher haben wir erstmal weg. Batscherhähnchen. Oh Gott, war das schlecht. So. Gibt es denn hier wenigstens was? Ah, gehen wir mal an der Küste lang. Oh, das kennen wir doch. Judgment Egg. Super. Port Report noch gleich eingesteckt. Und dann weiter geht die Fahrt. So, Richtung Abbey Rocks. Also okay, Judgment Egg ist schon mal super, wenn wir mal so eins haben. Mich würde es halt mal interessieren, ob das wirklich jetzt so ein Mehrverbrauch ist oder ob das jetzt einfach nur täuscht. Wir können übrigens auch nochmal demnächst mal wieder ein paar Claymen wegbringen. Die bringen ja auch immer ganz gut Geld ein. Dann könnte man nämlich mal so ein paar Schiffsupgrades uns noch zusätzlich gönnen. Abbey Rocks, so. Compile Port Report. Die kriegen noch die News. Und das war's auch schon. Und dann können wir nämlich gleich mal. Ah, wisst ihr was? Dann machen wir hier mal die Krabbe noch schnell weg. So sparen wir nämlich wenigstens dann den Supplies, wenn schon hier beim Benzin mehr kosten wird. So. Und passt. Ich weiß, ich kann doch mit der wilden Salve da um mich hauen. Bringt ja aber nichts, wenn die nicht trifft. Und so meine Erfahrung, die ich die letzten Male damit gesammelt habe, ist eigentlich die, es bringt uns gar nichts. Also ich treffe zumindest gar nicht. So wie versprochen, die greifen wir gleich an. Ich will aber vorher nur mal ganz kurz nochmal nach Field Haven und mich da mal ganz kurz schlau machen, was es da gibt. Ob wir da noch was holen können oder was machen können. Na. Gut, Shepard. Was? Ist das jetzt ein Bug oder ist das jetzt so gewollt? Wir können hier gerade überhaupt nichts machen. Ja, Mensch, hat sich ja voll gelohnt. Dann probieren wir unser Glück mal hier mit den Kollegen. Komm, was soll's. 100 Leben. Wir probieren es mal so.
Mit der Bait kann man ihn eventuell auch nochmal ablenken. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Mal gucken, ob wir es überhaupt brauchen. Wie viel macht denn so ein Teil Schaden? Na, Smell 4. Und... Na gut, er schreit. Zwei Terror bekommen, aber kaputt. Super. Budget, Supplies, Other Oddities oder 98% für Untersuchen. Na komm, wir probieren jetzt erstmal damit. Failed, aber eine Hunting Trophy. Und 10 Fragmente. Ist doch wenigstens etwas. Und die Geschichte hier mit dem Typen hat, mit dem Teil hat uns hier auch noch ein bisschen Terror eingebracht. Aber da ist die nächste gleich und die können wir eigentlich auch nochmal nehmen. Weil es ging ja dann doch jetzt mittlerweile ganz gut. Jetzt werden wir übermütig. Die Bait brauche ich jetzt eigentlich nicht zwingend. Zumindest aktuell nicht. Mal gucken, ob es auch dabei bleibt. Only a certain sea beast uses up on strange catch. Ja, heilt eventuell... Oh. Das war... knapp. Wir gucken mal, was bei Butcher It passiert. Okay, einmal Supplies. Und was ist das? 47 mal Unprocessing Mass. An appealing clump of organic matter and dripping fluids retrieved from somewhere you'd rather not think about. Mal gucken, was wir damit machen können. Und er hier wieder, der Zeigefinger. Probably something horrible inside, but possibly there is not a tin can. You're about to toss it aside, but something makes you look at it closely. Fling it overboard. Wir probieren das auch, wenn es Terror eventuell gibt. Oh, cool. Live Specimen bekommen. Da haben wir ja immer überlegt, wo kriegen wir die her. Zumindest ich. This sizable can once held a significant quantity of corned beef. Now something coiled and watchful lies in it. Extract it carefully. Sehr gut. Okay, also die Live-Specimen könnten wir also eventuell auch daher bekommen. Da haben wir noch so einen Kollegen, den werden wir uns auch nochmal krallen. Läuft ja gerade ganz gut hier. Aber vorher, ich hatte das nämlich eben noch gesehen, wir können denen ja was geben. Offer a gift sister that respects two things. Unswerving decades of fidelity to a holy secret purpose and the ability to shoot straight. Perhaps you can demonstrate a second. This will reduce terror. Ja, da verlieren wir die zwar und bekommen aber Terror dafür. Verlieren Terror. Ich will es einfach mal probieren fürs Let's Play. Mal gucken, was es sonst noch gibt. 8 Terror verloren. Ist nicht schlecht, aber auch nicht das Beste. Muscular Virus inspects your trophy. I put it with the others, she says. Her tone suggests grudging respect. You and no more than 3 sailors are invited to dine with them that evening. Okay. Firelight flickers on the face of your crew. Also es gab zumindest noch eine kleine Geschichte obendrein. Ah, hier, komm. Den nehmen wir noch mit. Das gibt nämlich nochmal gut Essen. So, also es gab eine kleine Geschichte obendrein und wir haben ein bisschen Terror verloren, aber ist jetzt nicht so die Masse. Den hier werden wir nochmal mitnehmen. Mal gucken, was wir da noch so drin finden, wegen Live Specimen. Und ich würde vielleicht ganz gerne noch einen weiteren finden. Ganz einfach aus dem Grund,
Weil wir könnten dann nochmal so eine Hunting Trophy mitnehmen. Ach, da super. Ist da schon einer? Eine Hunting Trophy würde ich nämlich ganz gerne mal gucken, ob wir die bei diesem Antiquitätenhändler in London loswerden können oder ob der da eher weniger Interesse dran hat. Aber ich denke, der wird da schon Interesse dran haben und so, wir würden dann auf jeden Fall nochmal Geld dafür bekommen, hoffe ich doch. Mann, das ging schnell. Budget. Ein Terror bekommen, 5 Hunger verloren. Schade, Live-Specimen wäre mir nochmal lieber gewesen. Hier machen wir nochmal das gleiche Spielchen. Da können wir nämlich auch mal gucken, vielleicht gibt es ja da nochmal die Möglichkeit, dass wir so eine Hunting Trophy bekommen oder irgendwas anderes. Das Gute ist, wir wissen es danach, ob sich das abwechselt oder ob es immer nur eine Hunting Trophy geben könnte. So, die ist auch weg, bevor es Tentakel zuschlagen konnte. Okay, failed. 10 Fragmente bekommen und eine Hunting Trophy. Naja, besser als nix. Was sagt der Terrorwert? 53 und da hinten ist nochmal so eine Krabbe. 53 ist ja eigentlich jetzt nicht so viel. Machen wir heute mal eine Jagdfolge. Da können wir uns hier mal ein bisschen austoben. Eigentlich geht das jetzt mittlerweile ganz gut. Ich glaube aber auch, das liegt einfach an unserer Harpune. Wir haben ja auch die Harpune dran. Diese teure. Und ich denke mal, die wird schon einiges ruppen. Oh oh. Schwein gehabt. Sonst hätten wir wahrscheinlich nochmal mindestens einen Crewmitglied verloren. Ich will es trotzdem noch probieren. Naja, immerhin Hunting Trophy ist ja auch in Ordnung. Hier oben können wir uns auch nochmal dran probieren. Da werden wir mal batschern. Das geht eigentlich so mit der Taktik ganz gut. Zweimal Flares, damit wir die genügend beleuchtet haben und dann hier ordentlich draufhauen. Wir könnten natürlich noch höher gehen hier auf dieses Requires 100 Illumination, aber brauchen wir, glaube ich, nicht zwingend. Die kriegen wir so auch ganz gut weg. Und die Krabben erhöhen halt so ein bisschen unseren Terrorwert, aber ganz minimal, 53. Einmal Supplies. Ja, wahrscheinlich hängt das auch davon ab, was man bekommt von diesen, von dieser Anzahl von Masse, die man da drin findet. Wir hatten ja vorher 43 und haben dafür dieses Teil bekommen, das Life Specimen. Und jetzt hat man nur 13, was jetzt natürlich nicht allzu viel ist. Ah, unten ist Station 3. Ich habe mich auch mal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt wohl die Chance, dass man dieses Item, diese Kiste, die man für Station 3 braucht, dass man die findet, wenn man in Wenderbyte immer mal wieder dieses, die Gegend so ein bisschen erkundet. Oh, der hat aber jetzt zugeschlagen. Nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal. Oh, das war ein fieserer Kollege hier. Und das reicht mir jetzt auch erstmal. Man sollte das Schicksal nicht allzu sehr herausfordern. Unser Lager ist ziemlich voll. Benzin ist ziemlich gut verbraucht worden, aber auch nicht allzu viel. Aber das Wichtigste, warum ich jetzt zurückfahren will, ist einfach unsere Hülle. 15 ist definitiv nicht viel. Ich bin nur noch am Überlegen, ob ich trotzdem nochmal unten an Mutton Island vorbeifahren soll. Ach komm, das machen wir noch. Vielleicht haben wir ja Glück. Einfach mal einsammeln. Okay, was haben wir denn? Wir haben einmal Hülle verloren, 5 Fragmente bekommen.
5 Terror bekommen und eine Tale of Terror. Davon haben wir jetzt 13. Das ist ganz gut. Was nicht so gut ist, ist, dass wir eine Hülle verloren haben, aber es war jetzt auch nicht viel, was wir verloren haben. Nur allzu viel mehr sollte es jetzt auch nicht mehr werden. Deswegen auch maximal hier unten dieser kleine Ausflug nach Quaker's Haven. Komm, da probieren wir uns hier auch nochmal eine Challenge. Ich bin gerade mutig. 38. 10 Fragmente und einen Terror bekommen, das geht. Haben leider versagt. Okay, Küste mal ein bisschen erkunden. Wir können jetzt hier ein paar Rätsel machen. Was haben wir denn hier? 12% Chance. Ja, machen wir das hier. Haben wir nur was verloren. Aber wenigstens 10 Fragmente noch bekommen. Das ist ja auch schon mal was wert. Die 10 Fragmente sind natürlich super. So kommen wir wenigstens mit den Secrets hier so ein bisschen voran. Die müssten wir vielleicht auch demnächst nochmal reinvestieren. Das ist halt so ein bisschen die Krux bei dem Spiel. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich nur mit den Secrets investieren hingehe und ich kriege mit neuen Secrets neue Skillpunkte quasi, die ich hier verteilen kann. Das Problem ist ja folgendes, ich brauche auch noch die 77 Secrets, um am Ende ja überhaupt das Spiel gewinnen zu können. Oder naja, was heißt gewinnen zu können? Um mich zur Ruhe setzen zu können. Und da ist halt jetzt immer die Frage, ne? Rätsel aufheben, Geheimnisse aufheben oder eben nicht. Aber ohne die Secrets wird hier halt sich nicht mehr allzu viel tun, ne? Was ist denn los? Gar nicht den Terror wegbekommen? Das ist komisch. Morning Papers mal lesen. Was haben wir denn noch? Neuer Rekrut. Ja, nur der Kollege. Dem können wir auch wieder was abtreten hier. Quaker Haven. Und hier haben wir mittlerweile 41% Chance. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Überlegen. Das werden wir dieses Wochenende aber auch machen. Egal wie es ausgeht. Okay. Tridock machen wir auf jeden Fall nochmal. Admiral Favor machen wir hier nicht. Machen wir lieber das hier. 1, 2. Ja, komm, machen wir auf jeden Fall voll 3. So, das heißt, wir haben 90 Echos aufgebraucht. Und jetzt interessiert mich, können wir hier sowas an den hier abtreten? Irgendwie nicht. Das interessiert ihn noch nicht mal. Verdammt. Wie sieht's denn hier aus? Hier braucht man doch das Life Specimen für irgendwas. Da. 1 brauchen wir und 1 haben wir. Das heißt, das hebe ich erstmal auf. Wenn ich 2 habe, dann werde ich mal 1 loswerden. Hier hängt sehr viel von dem Haus ab. Das werden wir wohl uns auch demnächst mal holen müssen. Und die Hunting Trophy interessiert hier gar keinen. Kann das sein? So ein Mist. Naja, haben wir so wenigstens mit dabei. Das heißt, wir müssen aber eigentlich immer batschern, damit wir diesen Live-Specimen eventuell mehr bekommen. So, für die Lampen. Welche haben wir jetzt eigentlich gerade bei uns dran? Gar keine.
Equips to bridge. Wo ist denn hier Bridge? Bridge ist da. Ja, nee, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Okay. Was macht die Rails? Macht sie runter, Mirrors aber hoch. An effective device for seeking enemies. Okay, wir mal Feinde suchen. Bin ich mir noch nicht sicher, ob wir es dran machen wollen. Mal gucken. Das werden wir aber, wie gesagt, später erfahren. Ich verabschiede mich erstmal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.